Ein herzliches Willkommen auch hier zum Live-Talk beim FC Ingolstadt. Zu Gast heute Rambo, schön, dass du erstmal Zeit gefunden hast, für uns gleich nach dem Spiel hierher zu kommen. Rambo, an was lag es deiner Meinung nach? Warum haben wir das heute vergeigt, sage ich jetzt mal. Ja, ich glaube, das Fußballer-Thesen würde sagen, wir haben ein Tor zu wenig geschossen oder für einen Unentschieden und zwei für einen Sieg. Ja, schade. Es ist, wir machen uns selber Gedanken, warum es nicht zu Hause funktioniert und wir wollen unbedingt im nächsten Jahr den Bock umstoßen und heute hat es wieder nicht geklappt und ja, wir sind ein bisschen getrübt, die Weihnachtsstimmung ist ein bisschen getrübt, muss ich sagen. Nun, immerhin hat man gegen den Aufstiegsaspiranten Nummer 1 verloren. Trotz alledem, Kaiserslautern hat in der letzten Zeit ein bisschen geschwächelt. Hat man sich deshalb auch mehr Chancen ausgerechnet? Nein, was heißt, die haben geschwächelt und wir rechnen uns mehr Chancen aus. Ich glaube, wir gehen gegen jeden Gegner gleich ins Spiel. Wir analysieren sie. Und ja, wir haben auch gegen den Tabellenführer uns tapfer geschlagen in Köln und haben Punkte geholt. Und heute hätte es nicht sein sollen. Und ja, im Nachhinein, nach dem Spiel, die Gründe suchen, das ist immer einfach. Wir müssen in den 90 Minuten Gas geben. Wir wollen den Fans, die heute wirklich, ich sag mal richtig, richtig danke. 10.000 Fans, Hut ab. Und ich möchte mich mal bei denen bedanken. Ich glaube, die Ersten werden schon sicher auf dem Weg nach Hause sein. Ja, danke, dass ihr gekommen seid. Das war richtig geil für uns. Ich glaube, uns tut es allen leid, dass wir euch keinen Sieg geschenkt haben zu Weihnachten. Und ja, trotz alledem wünsche ich euch besinnliche Feiertage, einen guten Rutsch, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Wir versprechen, wir werden noch eine Schippe drauflegen. Das sind versöhnliche Worte zum Abschluss, zum Jahresabschluss. Eine Saison, die schlecht begonnen hat, aber doch zum Schluss hin, sagen wir mal, an Stabilität gewonnen hat. Ganz kurz, woran liegt das Ganze? Habt ihr euch gefunden? Habt ihr länger gebraucht, euch zu finden in der Mannschaft? Ja, grundsätzlich lügen wir ja nicht uns selber an. Wir haben ganz schlecht angefangen. Und die Gründe möchte ich gar nicht sagen, weil dann wäre es wieder eine Nachtreterei gegen unseren Ex-Coach. Oder jeder fragt schon, was der Unterschied macht. Ich bin kein unfairer Mensch. Ja. Jeder hat die Chance gehabt. Und ich glaube, wir haben unseren Spielstil gefunden, was mal für uns primär gut getan hat, was für unser Selbstvertrauen gut getan hat. So haben wir auch Punkte gesammelt. Ja. Wir haben eigentlich wie die letzten zwei Jahre haben wir das Feld von hinten ein bisschen aufgerollt. Und jeder, der das sieht, weiß, wie knapp es zur Sache geht in der Tabelle. Und das wird wie jedes Jahr, glaube ich, am zweitletzten Spieltag entschieden sein. Jetzt was ganz Privates. Morgen deine erste Feier mit der kleinen Tochter. Du wirst natürlich jetzt Weihnachten ein bisschen genießen. Zum ersten Mal Papa geworden. Da hat man einiges nachzuholen, vor allem auch an Schlaf, nehme ich an. Nein. Ich muss sagen, meine Tochter ist sehr, sehr brav. Aber gut, privat, das okay. Besprechen wir nach, wenn die Kamera aus ist. Okay, alles klar. Dann dürfen wir uns an dieser Stelle auch bedanken bei Ihnen. Wie gesagt, ich schließe mich Rambo an und sage danke für die Unterstützung in dieser Saison. Wir hoffen, im nächsten Jahr auch bei jedem Spiel so viele Zuschauer zu haben. Das wäre natürlich eine tolle Kulisse für euch Spieler. An dieser Stelle auch einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns am 14. Februar zum Derby gegen die Löwen. Da freust dich auch genauso drauf wahrscheinlich wie ich. Absolut, ich freue mich auf jedes Spiel und ja, grundsätzlich hast du alles gesagt und ich habe das vorhin auch gesagt. Besinnliche Feiertage, genießt es und wir werden auftanken. Wir werden, wie gesagt, versprochene Schippe drauflegen und euch ein paar Heimsiege schenken. So ist es. Mit dieser Schippe zurück ins Studio.